etwa einem Jahr lief mein Leben eigentlich normal. Ich lebte am besten Ort überhaupt. Brooklyn, natürlich! Hatte zwei coole Eltern und stand total auf Wissenschaft und Superhelden. Alles änderte sich, als mein Vater beim Anschlag auf das Rathaus starb. Ich konnte nicht fassen, dass er tot war. Aber Peter Parker und seine Tante May waren für mich da. Und auch Spider-Man, der, wie ich später erfuhr, Pete ist. Verrückt, was? Als dann die Teufelsatemkrise begann, wurde es heftig. Die ganzen Spidey-Superschurken tobten sich aus. Ich habe ihm geholfen, so gut ich konnte. Und danach dann, ob ihr es glaubt oder nicht, biss mich eine Spinne und alles wurde anders. Damit Mom sich keine Sorgen macht, ging ich zu Pete. Und jetzt sind wir offiziell Spider-Bros. Er hat mich trainiert und so langsam habe ich den Dreh beim Netzschwingen wirklich ganz gut raus. Ich versuche noch, das mit allen anderen Verpflichtungen unter einen Hut zu kriegen. Schule, Freunde, den Umzug. Ich bin vor ein paar Wochen nach Harlem gezogen. Aber ehrlich, ich kann kaum erwarten, was die Zukunft bringt. Das ist so cool. Ich mach das. Hey, danke. Kein Problem. Hey, malen Sie den neuen Spider-Man auch noch? Der Kleine? Ja, vielleicht. Das Original sagt mir mehr zu, okay? Klar. Hey, ist Tios Bodega hier in der Gegend? Ja, das gelbe Schild im Block runter. Nicht zu verfehlen. Danke. Tolle Arbeit übrigens. Aber lassen Sie etwas Platz für den Neuen. Man weiß ja nie. Vom letzten Jahr wieder ins Raft wandern zu sehen. Wirklich gut. Das Raft sieht schlimm aus, aber sicher ist es. Solange sie wenigstens die Oktopuslöcher gestoppt haben. Hoffentlich. Okay, ich komme näher. Bin gleich da. Ich sag Mom, dass ich später komme. Miles, Ketal, hast du meine Einkaufsliste? Hey, Mom. Ja, aber in der Bodega gab es keine Kokosnussmilch. Ich schau noch mal woanders. Oh, danke. Und gehen jetzt nach Midtown. Dieser Gefängniskonvoi sorgt dafür ein Verkehrschaos. Oh, ja. Gute Idee. Bis später, Mom. Mann,
Wie schafft das Pete mit seiner Geheimidentität? Mich macht das total fertig! Okay, bleib cool! Bleib cool! Du hilfst Spider-Man, einen Gefängniskonvoi zu schützen! Du schaffst das! Einatmen, ausatmen! Bleib cool! Pete! Bist du hier? Ich brauche noch etwas Treibstoff. Wie kannst du so trinken? Ganz, ganz vorsichtig. Okay, los geht's. Helix 2 unterwegs mit schwerer Ladung. Verstanden, Helix 2. Wir haben sie erfasst. Das ist eine große Sache. Muss es auch sein. Hunderte sind letztes Jahr aus dem Raft entkommen. Es wird Zeit, sie zurückzubringen. Die Polizei geht kein Risiko ein. Besonders nicht mit unserem Ehrengast. Wir haben mit Störungen zu kämpfen. Ist einer von Doc Ock's Helfern da drin? Glaub schon. Vielleicht Vulture, vielleicht Scorpion, vielleicht jemand Größeres? Okay, wir haben ein Problem. Warte, Miles, lass mich! Ich schaff das, Pete, keine Sorge. Miles, nicht! Das ist sicher. Wir treffen auf Helix 2. Das Gewicht zieht mich mit. Korrigier noch zwei, drei, weg. Bruder reagiert nicht. Achtung, gleich knallt's. Helix 2 stürzt ab. Helix 2 stürzt ab. Achtung! Helix 2 ist unten. Keine Verletzten. Ladung ist beschädigt. Einsatzteam kommt. Durchhalten, Helix 2. Pete, tut mir leid, Mann. Das wollte ich. Ist okay, wir schaffen das. Wir müssen das nur im Griff haben. Bevor das passiert. Hallo, ihr kleinen Spinnen. Okay, aufhalten. Mach ich. Darauf habe ich mich gefreut. Ich werde mir nie wieder eine solche Mission anvertrauen. Das mit dem Heli war super, Kleiner. Eine enge Heli-Tat. Hey, Leute. Wie wär's denn, Jungs? Na los, es geht los. Wie läuft's da draußen? Ich hab fast alle. Ich hatte fast alle. Ich muss Pete helfen. Ich muss die Kontrolle zurückerlangen. Ernsthaft? Du bist in Topform. Echt? Ich warte auf die große Karriere. Mann, er ist einfach zu gut. Was macht die Straße, Spider-Man? Ganz ehrlich? Irgendwie erschreckend. Weihnachten in New York. So nah war ich noch nie an dem großen Rand. Wahres Kunstwerk, bitte! Du würdest es nicht sagen. Alexei, Lieblingsweihnachtslied. Nichts nach 1965. Das ist super. Meins ist das. Ich habe den Wow. Einfach wow. Ich habe die Schlüssel weg hier. Miles, ich brauche Hilfe hier oben. Hast du das? Deine Festtagsstimmung ist dieses Jahr ein bisschen drüber, Alexei. Mann.
komme. Das ist nicht gut. Oh, hey, sorry, frohe Feiertage! Hey, Hit! Skala von 1 bis 10. Wie sind wir? 10 für die spektakuläre Show, 1 für die Schadensbegrenzung. Die Schlagzeile im Jungle wird der Hammer! Wenn der Schlimmste eine miese Schlagzeile ist, haben wir Glück! Oh, Mist! Das Winterfest! Beat, ich krieg langsam ein übles Gefühl, Mann! Denk nicht sowas! Wir werden ihn aufhalten, wenn wir zusammenarbeiten! Wo wir gerade dabei sind, hilf mir doch mal! Ja! Ja, ich helf dir! Okay, Beat! Ich mach das! Dann mal los, Cowboy! Oh, 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 warte, nicht dir! Festhalten, kleine Spinne! Spider-Man, hey! Ich bräuchte Hilfe! Oh, hey! Hab dich! Du bist sicher! Fliegenfischen sind an der Wolga! Das klingt nett! Die Macht über Leben und Tod erregt mich! Nicht so nett! Hab dich! Danke! Gern geschehen! Weg von Babys! Hey! Du weißt, dass du Weihnachten ruinierst, oder? Die letzten 6 Weihnachten saß ich hinter dicken Stahlmauern. Dieses Jahr will ich Spaß haben. Er ist eine Plage! Na, so lasch. Er ist eine lahme Plage! Zu simpel. Vielleicht. Er ist eine Schwachköpfige! Oh. Komm, Tona, siehst gut aus! Sehr festlich! Plage! Eine schwache, tückische, irre Plage! Jerry! Genau hier! Miro, donde ist das? Es ist schon spät. Hey, Mom! Ja, Kokosmilch. Danach suche ich immer noch. Ist ein echtes Abenteuer. Was ist? Kennst du? Ja, tut mir leid. Ich will die Bahn noch kriegen. Mira, Mijo, lüg mich nicht an. Hol die Milch und komm nach Hause, bitte. Sima, te quiero mucho. Hab ich auch. Jetzt oder niemals. Wir müssen ihn stoppen. Schon unterwegs. Wir müssen ihn erledigen! Schnell! Ja, wie machen wir das? Drehen wir die Heizung auf! Oh, schlecht, schlecht, ganz schlecht! Pete, bist du okay? Nein! Nein, 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 nein! Alles klar. Ich hab ihn. Bin gleich da. Mach dich bereit. Okay. Ja. Gib mir eine Minute. Wir sind überall auf der Brücke.
Alles klar? Dieser Spider-Man ist kaputt. Ich möchte ihn gerne umtauschen. Ah, der ist doch gut. Miles, verschwinde hier. Mann. Hau, endlich! Was war das? Wie mache ich das überhaupt? Mit Elektrozyten? Oder eine Art Feldinduktion? Du überlebst und dein Mentor stirbt. Wer hätte das gedacht? Verwendet Wörter, die länger sind als Kraft. Wer hätte das gedacht? Lebst du noch? So halb. Jungs? Wow. Echt? Wow. Simon Krieger, Leiter der Forschung bei Roxxon Energy. Ist mir ein Vergnügen. Gleichfalls. Sorry. Unser Ball ist in Ihrem Hof gelandet. Nein, das kommt uns ganz recht. Wir haben das hier gerade gekauft und wollten es sowieso abreißen. Aber ihr seid uns zuvor gekommen. Also vielen Dank. Euch beiden. Rhino ausschalten? Alleine? Du wirst es noch weit bringen. Danke, aber er ist noch gefährlich. Nein, wir übergeben ihn der Polizei. Wisst ihr, ich dachte, unsere Jungs seien zu viel des Guten. Aber dann passiert sowas hier. Oh, die Pflicht ruft. Hey, es war toll, euch kennenzulernen. Eine strahlende Zukunft. Hallo?
Er hat recht. Verschwinden wir. Und überlassen das der Polizei. Also. Ja. Danke. Ja, okay. Vielen, vielen Dank. Bioelektrizität. Wow. Ich muss zugeben, ich bin neidisch. Hey, Mann. Ich bin längst nicht wie das Original. Also, testen wir das morgen? Mal die Spannung messen? Oh, Mann. Ja, sorry. Ich wollte es dir längst sagen. Ich bin erstmal nicht da. Die nächsten paar Wochen. Ist das einer von deinen Witzen? Nein, MJ ist für den Bugle im Ausland. Und will mich als ihren Fotografen. Es wird eine Art Arbeitsurlaub für uns. Oh, Mann. Hey, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Heute habe ich echt Mist gebaut mit dem Helikopter. Aber dann hast du abgeliefert. Du warst meine Rettung, Miles. Ich hatte Glück. Hey, ich habe das 8 Jahre ohne Backup gemacht. Und du kannst mir glauben, ich habe viel Mist gebaut. Aber so lernt man. Was ist das? Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst legst du den Eid ab. Oh. Okay. Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Das war's? Ist das ein echter Eid? Natürlich. Sowas denke ich mir doch nicht aus. Dann bist du nicht Spider-Man. New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Bitte versau das nicht. The city late and I hit a pencil. Shining on a marble. Those on the game who didn't know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to reason when I see you, see your eyes. Oh, let me catch a vibe, we're wasting time, cause all I wanna know is in the soul. This light bomb's open.